Julian Schirmer, Glückwunsch zum souveränen Einzug ins Viertelfinale. Was war das für eine Partie? Ihr seid ja am Anfang schon auf einen hochmotivierten Gegner getroffen, oder? Ja, die haben uns am Anfang schon das Leben schwer gemacht, aber ich denke, dass wir ziemlich früh im Spiel auch die Kontrolle übernommen haben und sind einfach überglücklich weitergekommen zu sein. Hier in diesem Spiel ging es auch nur darum, weiterzukommen. Wir sind natürlich froh, dass wir auch so dominant spielen konnten und ja, sind happy über das Weiterkommen. Was hat denn heute gut funktioniert, dass ihr am Ende dann doch so souverän einziehen konntet in die nächste Runde? Ja, ich denke, wir waren effektiv, wir haben die Tore gemacht. War natürlich auch gut, dass wir so früh das 1:0 gemacht haben. Und ja, haben dann auch dominant gespielt, haben gut mit dem Ball gespielt, auch obwohl der Platz schwierig zu bespielen war. Und ja, das hat den Ausschlag gegeben. Bei deinem Tor, das 2:0, man hat es in der Tribüne gar nicht richtig gesehen, dass der Ball drin war. Was hast du da gemacht? Ja, ich habe einfach aufs Tor geschossen. Ich habe mir schon vorgenommen, den zu schießen. Ist natürlich, bin ich froh, dass er so reingegangen ist. War, denke ich, ein bisschen Glück dabei, aber das braucht man auch mal. Stand die Mauer da nicht richtig oder warum war da der Platz, da in die kurze Ecke zu zielen? Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe einfach drauf geschossen. Ich glaube, der ist durch die Mauer durchgegangen und ja, hat sich das Glück auf meiner Seite. Jetzt geht es endlich in die Winterpause. Wie wichtig wird das jetzt für euch, für die Köpfe, für die Beine? Ja, schon sehr wichtig. Wir sind jetzt sehr froh, dass wir die letzten Spiele so gewinnen konnten, dass wir so den Anschluss nach oben haben. Hat auch viel Kraft gekostet, deswegen wollen wir jetzt alle Kraft tanken, die Batterien auffüllen und dann zur Rückrunde wieder voll angreifen. Danke dir. Dankeschön. Ja, Glückwunsch, Luca. Einzug in die nächste Runde gegen Liga-Konkurrenten. Was war das heute für eine Partie? Ja, ich glaube, erstmal hat es gut getan, dass es nicht so spannend war wie die letzten Spiele. Nichtsdestotrotz war es, glaube ich, sehr schwer auf dem Platz hier vernünftigen Fußball zu spielen. Aber ich glaube, es war ein sehr verdienter Sieg für uns. Wir haben es hier angenommen, die schwierigen Bedingungen. Waren auch noch motiviert, klar, die Winterpause rückt jetzt immer näher oder ist jetzt da. Dementsprechend muss man hier auch die Motivation noch hochhalten. Das haben wir heute getan und souverän gewonnen, würde ich sagen. Vor allem in der Anfangsphase wirkte Beek schon sehr motiviert. War es für euch Innenverteidiger auch schwierig, diese schnellen Gegenstöße dann zu verteidigen? Ja, es war schon schwierig, weil Hasani ist ein kleiner, ekelhafter Gegenspieler. Dementsprechend musste man sich da schon mal ein bisschen einstellen erstmal. Aber ich glaube, nach den ersten 10, 15 Minuten hatten wir das gut drin. Und dann ist, glaube ich, haben wir nicht mehr viel zugelassen, konnten unser Spiel aufziehen und gutes Endergebnis erzielen. Nachdem ihr in den letzten Wochen es oft sehr spannend gemacht habt, heute ausgerechnet im Pokal nicht ganz so spannend. Was hat denn heute gut funktioniert? Das kann ich gar nicht genau sagen. Vielleicht einfach die Chancenverwertung, weil die Chancen waren ja in den letzten Spielen auch da. Die haben wir heute genutzt. Und es ist auch mal gut. Also nicht immer bis in die letzte Minute die Spannung hochzuhalten, ist natürlich auch mal toll. Aber ja, ich glaube, als Spieler und als Fan wünscht man sich dann doch lieber hier sowas Souveränes. Ja. Gut, danke dir. Danke auch. Souveräner 4:0-Sieg. Was für Erkenntnisse kann man so mitnehmen aus dem Spiel jetzt noch? Ja, dass man schon sieht, wie sich die Mannschaft über die letzten Wochen, Monate entwickelt hat einfach. Also ich habe heute Spielzüge gesehen, unter Volldruck auf dem wirklich nicht so einfach zu bespielenden Boden. Das war schon richtig gut. Ne? Also ich bin sehr zufrieden, was ein bisschen besser hätte sein können, wäre am Ende so die letzte halbe Stunde, wo wir auch gewechselt haben, hätte ich mir gewünscht, dass der ein oder andere Spieler, der sonst nicht so regelmäßig spielt, die Chance da mal nutzt, um hier auch nochmal richtig auf sich aufmerksam zu machen. Aber ansonsten, denke ich, können wir total zufrieden sein. 4:0 auswärts beim Regionalligisten, der auch alles gegeben hat, der am Anfang auch die Messlatte an Intensität schon recht hochgelegt hat, dann am Ende auch so zu beherrschen, das ist schon Chapeau, Jungs. Sie haben eben gesagt, dass man so ein bisschen demütig in die Winterpause geht. Ich meine, man hat trotzdem gute Chancen, vielleicht in den DFB-Pokal zu kommen und auch aufzusteigen. Können Sie das vielleicht ausführen? Demut heißt nicht fehlender Mut, sondern Demut heißt, dass man sich immer an das erinnert, was einen stark macht und nie wegfliegt, sondern immer nur das einordnen kann, warum man gerade so guten Fußball spielt, warum man gerade auch als Mannschaft so funktioniert. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man eben diese Demut hat, ne? Dass man weiß, wir sind ein kleines Teil von einem etwas viel größeren. Ne? Wir sind eine Mannschaft, aber auch die ist nur Teil eines Vereins. Und wenn man das immer wieder versteht,
dann glaube ich, spielt man auch besser Fußball. Und ich glaube, das zeichnet uns so die letzten Wochen und Monate auch richtig aus. Und deswegen haben wir auch viele Spiele gehabt, wo wir sie am Ende noch mit einer Wahnsinnsmentalität auch gebogen haben. Und das heute war nicht so ein Spiel, wo wir einen Herzschrittmacher gebraucht haben, zum Glück. Ja, auch, dass man schon mal so eine Halbzeit bei 3-0 und schon relativ viele Chancen, die wir auch bei uns erarbeitet haben, da mal ein bisschen durchschnaufen kann. Aber wir werden jetzt die Pause gut brauchen, dass wir mental auch mal ein bisschen runterfahren und dann vor allen Dingen auch die Vorbereitung, dass wir an den Stellschrauben noch weiter arbeiten können, die zwar heute richtig gut aussahen, aber wir haben heute halt auch einen Sahnetag gehabt und den werden wir nicht jede Woche haben. Eine Frage noch zu Sascha Strujic. Der ist immer mal wieder so ein bisschen unrund gelaufen, auch in der ersten Halbzeit, glaube ich. Ist er deswegen ausgewechselt worden? Oder? Ja, der Sascha ist ja ein Typ, wenn dann immer sofort auch zwei Physios auf dem Platz haben, dann würde ich ja auch unrund laufen. Die haben mal gesagt, bleib mal draußen, Physiotherapeut, und der muss jetzt trotz Schmerzen mal gerade laufen. Das hilft ihm vielleicht ganz, hat ihm besser geholfen im Spiel. Aber nein, Sascha, überragend. Der Junge hat, glaube ich, jeden Zweikampf heute gewonnen im Spiel. Und das unter Schmerzen. Und wir haben einige von den Typen. Und ich freue mich heute sehr auf die Weihnachtsfeier. Und habe gerade schon gesagt, wer da mit dem Auto nach Hause fährt, der kriegt Ärger. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Danke. So sieht's aus. Alles klar.